So, willkommen zurück, Freunde der Nachte, Freunde der Nächte. Die erste Mod musste ich schon runterhauen, weil das Spiel dann abgestürzt ist. Das hieß Region of Terror, glaube ich. Immer wenn hier jetzt so ein kleines Video angefangen hat, hat es mir das Spiel abgeschmiert. Nun wieder mal sei. Wir sind hier zurück. Imoen, unsere erste Mitstreiterin, kann man hier bei den Statistiken gut anschauen. Ihr seht, die ist relativ schwach, also eigentlich ziemlich durchschnittlich. Entschuldigung. Sehr geschickt. Hohe Konstitution, sehr intelligent, relativ weise, dem Alter angemessen, sagen wir es mal so, und sehr charismatisch. Sind tatsächlich sehr, sehr gute Statistiken, sehr, sehr gute Werte. Und als Biografie könnt ihr gerne pausieren und einmal noch durchlesen. Sie ist einfach eine unserer ältesten Freunde, die wir seit Kindheit an kennen. Sie hat tatsächlich irgendwann Dieb der Stufe 7 aufgehört und ist jetzt Magierin. Ja, genau, eine der besten Kombinationen, die man im Spiel haben kann. Zumindest in Baldur's Gate 2. Und zurück. So, wir machen weiter und kümmern uns um Minsk und Jahiro. Und Minsk kann ich als Vorwarnung, das ist eine der coolsten Charaktere, die ich je in einem Computerspiel erlebt habe. Kann man sich nicht ausdenken. So, wir möchten ihn freilassen. Okay, ist verschlossen. Hallo Minsk. Minsk wird wieder frei sein. Diese Fesseln werden meinem Zorn nicht lange standhalten und ich werde einer Menge Leute ganz schön kräftig in den Hintern treten. Ihr seht, der Name ist ein Programm, der kommt, glaube ich, aus Ra. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Gegend heißt. Geografisch ungefähr da, wo Weißrussland liegt, in Europa. Und naja, er heißt ja auch Minsk. Nun gut, er hat den russischen Dialekt und so weiter und so fort, oder russischen Akzent in dem Fall. Gehen wir weiter. Also Minsk, für eine mächtige Kriegerseele müssen diese Gitter unerträglich sein. Die Zeit ist zu kurz für dieses Geplapper. Lass mich raus, ich werde da alle Windel weich prügeln, die es wagen, mich und Denner hier anzurühren. Sie soll gerecht werden. Denner hier, ist hier noch jemand gefangen? Ja. Gefangen, ihre Seele ist in einem Käfig gefangen, durch mein Versagen. Ich hätte sie beschützen müssen, aber sie... Sie töteten sie, während ich zusah, versteht ihr? Ich weiß nicht, wer sie waren, aber ich werde meine Schuld wieder gut machen. Minsk, das ist ja schrecklich, es tut mir so leid für euch. Ich werde nicht um die Toten weinen, nein. Na gut, vielleicht ein bisschen. Aber ich werde den Tränenfluss durch meinen Zorn ersetzen. In die Hölle werde ich euch schicken, ihr Finsterlinge. Minsk wird es euch zahlen lassen. Werdet ihr mir helfen? Ja, werden wir. Dass ihr hier seid, und zwar, also, ihr seht Minsk, ich, entschuldigt den komischen Akzent, das möchte ich einfach nur dem Charakter Gute tun. Er ist ein bisschen einfältig, er ist ein bisschen kampflustig. Wenn ihr so einen Sachen im aktuellen globalen Gedächtnis irgendwie als Vergleich haben wollt, kommt er mit Gimli, dem Zwerg aus Herr der Ringe, glaube ich, relativ nahe. Zumindest so, wie er von John Rhys Davies porträtiert wurde in den Filmen. Das könnte man sich Minsk recht gut vorstellen. So ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen beängstigend, aber eigentlich das Herz am rechten Fleck. Also, ja, wir werden dir helfen, und um den zu befreien, das Schloss ist einfach zu stark. Ja, wir müssen ihn einfach provozieren. Dass ihr hier seid, zeigt eure Schwäche. Ich werde euch zurücklassen. Flupp. Ihr wendet euch ab! Ihr seid auch nicht besser als die Denner hier getötet haben. Denner hier war seine Hexe, aus der Gegend, wo er herkommt, hat man eine Hexe zugeteilt und die muss man immer beschützen sein Leben lang. So ungefähr. Und Denner hier ist halt gestorben. So, ihr seid ein Dreck, den ich Freund nannte. Ihr seid ganz offensichtlich durchgedreht. Ihr sollt zurückbleiben. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht lange genug lebt, um noch weitere Freunde im Stich zu lassen. Ja, das werde ich euch antun, sobald ich diese Gitter überwinden kann. Ja. Sie biegen und brechen unter meiner Berserkerstärke. Minsk und Bo sind frei. Nun werdet ihr... Nun... Ja. Oho. Ihr seid aber ganz schön clever. Ihr habt mich mit Absicht gereizt, damit ich wütend genug werde, um mich zu befreien. Manchmal seid ihr fast so clever wie Bo. Genau. Also ihr seht, man muss ihn einfach ein bisschen provozieren. Der Typ ist eine absolute Kampfsau, so wie Sarebok später vielleicht mal. Okay, wir können zusammen weiterreisen. Natürlich, zusammen werden wir die Feinde büßen lassen für unsere Gefallenen.
Und ihr sprecht mit einem Nagetier. Darf ich fragen, wie ihr es vor den Peinigern versteckt habt? Das ist jetzt. Ja, komm. Jupp, passt. So, ein neuer Eintrag im Tagebuch. Das ist ein bisschen seltsam hier unten und oben. Das ist komisch. Nun ja, also Minsk. Hallo Minsk. Ihr seht hier im Gürtel ist Bo. Ein pelziger, kleiner Knuddelhamster. Auch wenn Minsk glaubt, dass Bo ein Miniatur-Riesenweltraumhamster ist, seid ihr euch ziemlich sicher, dass es sich nur um einen stinknormalen Zwerghamster handelt. Eigenschaften Gewicht 1 und kann nur von Minsk verwendet werden. Wir versuchen, den mal aus dem Gürtel zu nehmen. Bo quietscht, als ihr versucht, ihn zu ergreifen, und mit einem strengen Blick beendet Minsk jeden weiteren Spaß. Also, den einzigen Nachteil, den er im Prinzip hat, ist so, wenn man es jetzt halt so sieht, ein Gürtelslot weniger. Davon geht die Welt nicht unter. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, Stärke 1893, und ihr habt es ja schon gesehen, wie ich mich bei meinem Charakter gewundert habe, 1893 ist bereits gigantisch. Er ist sehr geschickt, er ist von hoher Konstitution, aber Intelligenz 8 ist unterdurchschnittlich und Weisheit 6 ist noch unterdurchschnittlicher. Dass der Mann Charisma 9 hat, verstehe ich nicht. Für mich hätte der Charisma 20. Ja, so kann man sich den Typen wirklich vorstellen. Er hat das Herz am rechten Fleck, aber er ist definitiv niemand, der etwas, eine Gruppe anführen sollte. Das endet meistens im Tod. Wer die Biografie lesen möchte, kann er pausieren und einmal durchlesen. Am Ende solche Dinge. Da steht hier Rashemen, hieß es also doch. Er ist ein Berserker aus dem Land von Rashemen, aus dem fernen Osten. Und naja, Bo behauptet, es sei ein Bo sei ein Riesenweltraumhamster. Solche Dinge sollen tatsächlich irgendwo in den Reichen existieren, aber Minsk hat eindeutig ein paar Schläge zu viel auf den Kopf bekommen. Ja, gut. Beschreibt ihn eigentlich am besten. Gehen wir zurück. Damit Bei hätten wir meiner Ehre. schon 3 von 4. Und Betrachten hier wir es haben wir als noch Jahera. erledigt. Hallo Rasch, wir Jahera. müssen schauen, dass wir hier verschwinden, bevor die Leute, die hierfür verantwortlich sind, zurückkommen. Mit euch unterwegs zu sein, ist wirklich niemals langweilig. Danke. Wisst ihr, warum wir hier sind? Jeder hin. Nee, habt ihr irgendeine Idee, warum wir hier sind? Nö, habe ich nicht. Okay, wir müssen Freunde von uns finden, wenn die Zeit gekommen ist, und unsere Feinde dann bestrafen. So, das ist eine relativ kühle Person. Hier, seit mein Ehemann Kalin und ich euch begleiten, haben die Jahreszeiten wohl schon einige Male gewechselt. Man erfährt ja im Hintergrund, wir laufen zwischen Baldur's Gate 1 und 2 tatsächlich schon ein bisschen umeinander. Und Khalid und Jahira waren nach Imoen die ersten Begleiter, die wir eigentlich gefunden haben im ersten Teil. Ich glaube, wenn man den ersten Teil entsprechend durchspielt, landet man hier auch mit anderen Charakteren. So, eure einzigartige Herkunft hat sich als Magnet für Abenteuer entwickelt, das stimmt. Wo ist Khalid? Ist er nicht bei euch? Sie weiß nicht, wo er ist, sie macht sich Sorgen. Ich werde euch versuchen zu helfen, aber der Käfig scheint magisch versperrt. So, Jahira ist Ja, noch nicht bei ich uns, das gebe mein können wir gleich Bestes. ändern. Und zwar gehen wir da runter. Also, wenn man jetzt halt im ersten Teil zum Beispiel mehr Leute in der Party hatte und vielleicht auch böse war, von der Gesinnung her hat man ja andere Leute. Das fehlt übrigens hier. Wenn man chaotisch böse anfängt, glaube ich, fängt man trotzdem mit diesen zwei Leuten hier an. Minsk mit chaotisch gut und Jahira, ich glaube, mit neutral. So, hallo. Jetzt bitte mal kurz die Ohren zuhalten. Wärtergolem. Jupp, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Gefangene, ihr dürft nicht entkommen. Wow, ein Golem. Mächtige Magie. Ich muss mal über den echten Golem nachlesen. Das ist ja eigentlich in der jüdischen Mythologie dabei, als Lehmmensch. Mächtige Magie. Mich wundert, dass er nicht feindlich gesonnen ist. Wahrscheinlich rechnet sein Erzeuger nicht damit, dass wir entkommen könnten. Deshalb hat er keinen Befehl, uns aufzuhalten. Also, das sind tatsächlich einfach nur strunzdumme Lehmfiguren, die genau das machen, was man ihnen sagt. Ja, ist okay. Wo ist der Meister, von dem der spricht? Es ist ihm nicht gestattet, mit Gefangenen zu reden. Kehrt zurück. Okay, wo sind wir? Warum habt ihr uns hierher gebracht? Ihr seid Gefangene. Er hat euch in sein Zuhause gebracht, weil er ihm gehört. Ihr müsst in eure Zelle zurückkehren. Der Meister wünscht, dass ich frei bin. Funktioniert doch vielleicht, oder? Nur ich lasse die Gefangenen des Meisters frei. Ihr gehört ihm. Ihr müsst in eure Zellen zurückkehren. Es ist sein Wunsch. Na toll. Ich werde ihn keinen. Warte mal. Wer seid ihr? Ich brauche irgendwas noch. Wer sind diese Wärter? Der Meister wünscht. Wer ist der Meister? Ich werde den Käfig nicht in den Käfig zurückkehren. Wer oder was ist dieser Wächter? Der Wächter wird euch aufhalten, steht hier. Der Wächter wird euch daran hindern, die Räume des Meisters zu betreten. Ihr müsst in eure Zellen zurückkehren. So, soweit so gut. Der tut nichts. Jetzt Wie können wir lautet aber mein zum Name? Beispiel Ja. hier Waffen uns zusammensuchen. Dann haben wir hier noch mehr. Und zwar
da, ja, ich kann nicht mehr alles nehmen. Und dann brauchen wir kurz Imoen, die nach Fallen sucht. Lassen wir eine Sekunde Zeit. Ah, ihr seht das hier, schön rot. Das heißt, die Falle kann man entschärfen und dann können wir das Bild aufbrechen. Und dahinter finden wir einen Dolch und drei Heiltränke. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen ausstaffieren. Als Paladin nehme ich natürlich den Schienenpanzer. Rüstungsklasse, das ist hier 10, das sind die alten D&D-Regeln vor D&D 4, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es in der dritten, in 3.5 auch schon so war. Nee, ich glaube in 3.5 war es auch schon noch positiv. Das heißt, das ist ein Malus. Je geringer diese Zahl, desto geringer der Malus, wenn man getroffen wird. Der Schienenpanzer ändert die Rüstungsklasse von 10 auf 4. Das heißt, der Malus ist dann 4. Wir gehen weiter. Wir brauchen einen Zweihänder, denn ich bin ein Paladin mit einem braven Zweihänder. Einen Helm, der schützt vor kritischen Treffern. Da ist der Zellenschlüssel. Ein typischer Zellenschlüssel, wie er wohl in zahlreichen Gefängnissen Verwendung findet, könnte zu Jahiras Zelle passen. Cool. Den kleinen Schild brauchen wir jetzt nicht. Was haben wir hier noch? Ein Kampfstab, Speer, Kriegshammer, Katana, Lederrüstung. Genau, den Kriegshammer kriegt er mal. Haben wir sonst noch was? Komm hier noch. Ich glaube, du hast Stumpfwaffen, kann das sein? Ups. Was hast du denn hier für Kampfwerte oder Fähigkeiten? Zweihänder plus 2, Streitkolben plus 2, Langbogen. Er ist ja ein Waldläufer. Das heißt, er kann mit Schild und Bogen umgehen. So, ich trage dabei mal den ganzen sinnlosen Schmarrn rum. Irgendwas plus 1. Nee, leider nicht. Du kriegst dafür noch das hier. Das bleibt derweil hier. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten. Imoen ist ja eine Magierin. Ja, das hier. Jeder Zauber wirkt. Sie hat sich eingeprägt. Sinnloses Zeug. Bevor wir das nächste Mal schlafen, muss ich das ändern. Alter, damit komme ich nicht klar mit diesen Enhanced Edition Sachen. Normalerweise sollten hier rechts die Zauber stehen. Und ihr seht, in jede Stufe, die beherrscht ein bisschen Stufe 5 was, Respekt, kann aber keine Stufe 5 Zauber sich einprägen. Es geht so weiter. Also Magier, wenn die Stufe 8 oder 9 haben, können die das Ganze soloen, auch den Demogorgon. Nun ja, gehen wir mal durch. Zurück. Imoen, genau, die hast hier noch ein Dolch plus 1. Das ist ja nett, den kannst du gleich nehmen. Dann können wir der Dame aber auch gleich hier ein Schild geben. Nein, mit dem kann sie nicht umgehen. Kann sie mit dieser Tatsche umgehen, die hier rumliegt. Okay, okay. Die lag hier, glaube ich, oder? Nee, dann lag sie hier. Ja, da. So, das nehmen wir gleich mit. Wie lautet meine Aufgabe? Kannst du das hier benutzen? Ja, supi. Dann gehen wir zurück zu Jahera. Ist auch einer der schönsten Einstiegs-Dungeons, die ich kenne in Spielen. Wunderbar designt. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo, denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Das stimmt. Wir werden den hier so gut wie möglich umbauen. Hallo, mach mal auf. Natur ist bereit. Danke. Puh, das ist eine Erleichterung. War auch höchste Zeit. Wir sollten aufbrechen. Einerseits könnte der Gastgeber zurückkommen, andererseits muss ich unbedingt so rasch wie möglich die Sonne wiedersehen. An diesem feuchten Ort werden die Knochen ganz steif. Wir brechen sofort aus und feiern, wenn wir aus dem Loch entkommen sind. Ihr seid herzlich willkommen, solange ihr nicht vergesst, dass ich der Anführer bin. Naja. Ihr solltet den Weg nach draußen alleine suchen. Wir gehen überhaupt nicht hin. Okay, also wir nehmen einfach das Erste. Wie ihr wünscht, aber es gibt hier noch andere Freunde, die wir befreien müssen. Es ist gut, wieder gemeinsam mit euch zu reisen. So, hallo Jahera. Diese Dame ist eine Druidin, Kämpferdruide, eine Mischung. Sieht auch ziemlich stylisch aus, muss man zugeben. Ist ein Halbelf, also eine Mischung aus Menschen und Elf, mit entsprechenden Vor- und Nachteilen. Ist tatsächlich Multiclass. Imoen hat ihre Klasse gewechselt nach 7 Stufen. Die kann im Dieb nicht mehr aufsteigen. Jahera dagegen kann sowohl als Kämpfer als auch als Druide aufsteigen und beide Fähigkeiten weiterentwickeln. Ihr seht eine sehr balancierte Person, ausbalancierte Stärken und Schwächen. Intelligenz 10 ist jetzt nicht die Höhe, abgesehen davon, in allen Bereichen brauchbar. Gut, Biografie wieder für euch, kurz zu lesen. Und ihr seht hier absolut neutral. Das ist sehr typisch für Druiden, so für Walddruiden, die halt einfach ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse schaffen wollen, damit die Natur siegt. Wir müssen dir noch Waffen geben. So,
Jahera. Oh, was hat sie denn für Kampfwerte? Keulen 2, Schleuder. Ich habe, glaube ich, keine Keule hier drin. Schauen wir doch mal, ob wir irgendwas Sinnvolles für dich haben. Dann nehmen wir doch wenigstens den Streitkolben. Den Kampfstab zur Not. Die restlichen Sachen können bleiben. Und du bekommst das hier noch. Und das hier noch. So wie ich das im Kopf habe, dürfen... Ja, du kannst nur mit dem Stab hier rumhantieren. Okay. Soweit ich das noch im Kopf habe, bedeutet das bei Druiden auch, dass sie mit... ich bin bereit. Mit Rüstung zaubern können. Ja, können sie. Gut. Imogen kann das nicht. Los, Buck ist aus. Ja, sie kann das hier nur machen, wenn wir keine Rüstung anhaben. So, die Party ist vollständig. Ab jetzt geht es darum, naja, die wichtigen Sachen zu machen. Ich mach mal kurz, ob Q funktioniert für Quicksave. Schnellspeicherung erfolgreich, das Wichtigste. Vielleicht können wir in dem Video noch probieren, den Golem hier zu töten. Der wehrt sich ja nicht. Schauen wir mal, wenn wir den angreifen, ob wir da Erfahrungspunkte mit raushauen. Meine Waffe hat keine Wirkung. Keine Wirkung? Gebt mir ein größeres Schwert. Ja, sie seht. Keine Wirkung. Gebt mir ein größeres Schwert. Okay. Ihr seht, was daraus folgt. Dieses Ding kann man nicht angreifen. Wir brauchen magische Waffen. Das machen wir nächstes Video. Bis dann, Leute. Bis dann.